du quasi so? Ja, genau. Geh mal mit deinem dicken Kopf da weg. Ich bin nur da und drehst das Video jetzt allein. Kannst du noch ein bisschen rüber? Nee, okay. Wo lang da? Okay, nee, ich komm einfach und dann setze ich mich einfach vor den Kalender. Das ist einfach super optimal, aber... Ach guck mal, ich kann das so machen. Wo kannst du denn? Du kannst auch die Kamera. Jo, ich habe Hilfe beim Einpacken. Quasi. Oder eine Behinderung, man weiß es nicht. Danke, Schatz. Hören wir die vier zusammen aus? Doing. Nee, unten drunter. Wer ist die Ergotherapeutin von uns? Gewinne! Ah ja! Runde, Runde! Gewinne! Ja, auf dem Jahrmarkt. Jo Leute, und cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich habe meine Katzen dabei. Laura ist nur der Sessel heute. Kleine Dicke. Ich bin die Sitterin. Die Katzentante. Wir haben den Veganbox Beauty Adventskalender. Wollte ich auch gerade sagen. Ich sehe noch nicht mehr so durch, was wir hier alles haben. Den, so haben wir es euch im letzten Video ja auch gesagt, verkaufen wir. Laura kümmert sich darum. Stell den rein. Link findest du unter dem Video. Da kannst du auf jeden Fall das... Oh, Diggi, ey. Da kannst du das auf jeden Fall ein bisschen günstiger wiedererwerben. Und ich bleib nicht auf den ganzen Kosten sitzen, weil dieser Kalender wurde sich gewünscht. Ist das richtig? Ja. Ja. Und weil wir euren Wünschen ja nachgehen wollen... Hey, kleiner Doofbär. Weil wir euren Wünschen ja nachgehen wollen, haben wir gesagt, dass wir die dann einfach wieder verkaufen werden. So, so Laura-Mädchen. Ich gebe dir einfach das erste Türchen raus und du packst es aus. Machen wir es. Der eine sitzt auf dem anderen gerade drauf, aber ja. Türchen Nummer 1. Laura ist nicht genug Platz. Laura ist zu dünn. Genieße den Advent. Kenn ich schon. Powder Deo Bar. Klassik. Naturkosmetik. Powder gesagt, Deo Bar. Also ein festes Deo. Das ist auf jeden Fall spannend. Ein festes Deo? Ja. Riecht ganz gut. Ist ein gutes erstes Produkt. Wir haben hier früh übrigens 80 Euro bezahlt. Das ist schon viel. Ja. Nach dem Duschen auf die feuchte Haut auftragen, okay. Dieses Gesicht. Ich muss doch alles mitkriegen. Jo, ich habe Hilfe beim Einpacken. Quasi. Oder eine Behinderung, man weiß es nicht. Türchen Nummer 2. Die hört sich leicht an. Ja. Von Madara SOS Hydro. Geil, die habe ich in groß. Rich Cream, echt? Ja. Und auf die schwörst du offensichtlich? Na, also es gibt noch, das ist die Hydro, genau, es gibt einmal die und noch eine andere. Aber ich schwöre eher auf die andere, auf die ganz weiße. Ich weiß nicht, ob ich das so feiere. Ja, du bist ja auch nicht so der Creme-Mensch. Also ja. Ich auch nicht, aber irgendwie... Die ist halt geil offensichtlich. So, den Gast komplett in Beschlag genommen, ne? Macht den beiden auch gar nichts aus. Ja, setz ihn nochmal. Ja, genau. Mhm. Ach, guck mal, die drei ist sogar hier bei mir. Fühlt ja so leicht. Türchen Nummer 3 haben wir eine... Maske wahrscheinlich. Ja, genau. Luvos. Ja, Luvos ist eine geile Marke. Ich weiß gar nicht, was so eine Maske kostet. 1,50 vielleicht. Ich weiß nicht, wir haben halt hier einen 80-Euro-Kalender. Kannst du trotzdem machen, dann gibt es sicherlich andere Dinge, die sehr kostenspielig sind hier drin, aber... Danke, Schatz. Hören wir die vier zusammen aus? Doing. Doing. Tür Nummer 4. Hier haben wir einen Nagellack von Planet Based Benecos. Benecos? Benecos? Ja, wie auch immer. Ein roter Nagellack. Haben wir oft in Beauty-Kalendern. Hat, glaube ich, jeder schon 12 von zu Hause. Also kann man machen. Ist ein Produkt, was auf jeden Fall akzeptiert ist. Ist halt aber auch nicht super geil, finde ich. Ja. Wenn es wenigstens noch einen Schimmer gehabt hätte oder so. Ja, aber ist mir ein bisschen zu basic. Warte mal, ich muss mal mit der Hand und der Katze und jetzt. Katze fällt. Aber bleibt trotzdem noch bei mir. Oh. Von Alverde eine kleine Lidschattenpalette. Die ist ganz cool. Ja, das ist wirklich ganz niedlich. Mit 4 Farben. Basic Farben, Nude. Ja, und Alverde ist eigentlich auch eine smarte Marke. Eine smarte Marke. Smarte Marke. Tatsächlich weiß ich nicht so viel über Alverde, aber ich glaube, die machen auf jeden Fall keine Tierversuche und sind vegan. Morgen kommt der Nikolaus. Süß, man hat hier immer noch so kleine Sprüche drauf. Und das Packaging finde ich sehr schick. Ja, finde ich auch. Also die Farbauswahl, ja, so Pastell, das sieht schon gut aus. So, Nikolaus. Türchen Nummer 6, ich bin gespannt. Ja, weiß ich ja nicht. Toasis, ne? Was? Oh, wie heißt die? Baldini. Ach, Baldini, okay. Ich kenne nur Toasis, die sehen fast genauso aus. Haben auch so eine Duftöle. Ja, riecht halt nach Weihnachten.
Dickbär, bist mein kleiner Dix. Ja. Das ist halt so ein Öl, kannst du machen, so ein Duftöl. Kannst du lassen. Hat das was an Beauty-Advents? Ja, so für Entspannung, ja. Im weitesten, fernsten Sinne. Aber weiß ich nicht, fühle ich irgendwie nicht so für eine 6. Also es kann auf jeden Fall hier drin sein, aber ist es eine 6? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Mal gucken, was Türchen Nummer 7 kann. Das ist ein großes, längliches Türchen. Bin ich pessimistisch? Vielleicht ein bisschen. Von Kneipp Badekristalle. Das wünscht dir was. Ganz gut. Oh, schön, Vanille. Ja. Kriegst du auch für 1,50 im DM. Ja, finde ich das aber irgendwie, aber ich habe natürlich auch eine Badewanne, ist ein besseres Produkt. Ja. Also ich verstehe schon, dass man Füllprodukte reinmacht, aber dann müssen halt auch richtige Highlights kommen, ne? Das stimmt, mal gucken, was uns noch so erwartet. Ja, also das finde ich tatsächlich noch solide. Ja, das passt auch immer gut rein. Türchen Nummer 8, auch relativ leicht. Solange hier kein Duschpoppel oder sonstiges drin ist, ist ja alles gut. Ja, die sind auch solide, das sind von Chibins, so eine Gel-Augen-Patches. Kannst du auch machen, kosten auch 1,50. Ja, nicht so sicher, ob wir den Preis wieder rauskriegen. Ja, also wir das haben ja noch ein paar Türchen. Ja. Oh. Ich bin echt gespannt, was nachher rauskommt beim Zusammenrechnen. Ja, ich auch. Vielleicht war ja diese SOS-Cream ganz gut. So, mein Türchen ist schwerer. Türchen Nummer 8. 9. Türchen Nummer 9. Wir reden Zahlen noch, wir sind noch bei. Das duftet. Duftest du? Das duftet. Nach Lavendel. Savon du Midi. Ist das eine Handseife? Oder eine Seife, Duschseife oder so. Steht nicht bei, also ist wahrscheinlich... Auf jeden Fall Lavendel. Also... Magst du Lavendel? Also so zum Baden, Duschen oder so eher weniger, aber man kann es super zur Wäsche reinpacken. So also, Lavendelduft, damit die Wäsche länger frisch riecht. Lavendel ist ja auch was sehr Beruhigendes. Das heißt eigentlich, wenn du so Lavendelöl dir irgendwie, ne, dann bist du beruhigter. Aber Lavendel fühle ich irgendwie nicht so. Nicht so ganz. Also es geht, brauche ich jetzt nicht als Seife. Ja. Tür Nummer 10. Was haben wir hier? Eine Daycream. Man merkt, Tagescreme, ja. Man merkt, das sind nicht so meine Themen mit Eincreme und so. Deswegen kann ich das wahrscheinlich gerade nicht so übelst feiern. Aber dann betrachte ich es einfach mal neutral. Also wir haben hier eine Creme drin und das ist, glaube ich, auch Full Size. Kennen die Marke jetzt auch nicht, mit aber Coconut die sieht... Oil. In 14 Tagen ist Weihnachten! Steht hier drauf? Nee, unten drunter. Wer ist die Ergotherapeutin von uns? Türchen Nummer 11. Heute ist der 3. Advent. Nur noch 13 Mal schlafen. Schön. Okay, also der 11.12. ist anscheinend der 3. Advent. Sehr gut. Boosting Lash and Brow Serum. Das ist cool. Augenbrauen und Wimpernserum. Das ist cool. Ich frage mich, warum es so basic losgehen musste, wenn jetzt hier Full Size in der Full Size kommt und so Dings. Also, aber sowas. Das finde ich auch echt gut. Und sowas ist wirklich geil. Auch mit CBD und Vitamin F und so. Also das finde ich ist ein cooles. Das ist bisher mein Lieblingsprodukt. Ja, das ist wirklich ein bisschen geil. Ja, das gefällt mir. Aber wir sind auch schon bei Türchen Nummer 11. Bei der Hälfte ein Produkt, was mich bisher abholt. Mhm. Türchen Nummer 12, wieder ein bisschen leichteres Türchen. Nur noch 12 Mal schlafen bis Weihnachten. Der Countdown läuft. Mensch. Oh. Hier haben wir eine Haarkur von Langhaarmädchen. Ja, das kann man auch gut machen. Hm. Ich mag den Duft, aber der ist auch mit Kokos. Ja, ja, das finde ich auch nicht ganz so schlimm, solange ich es nicht essen muss, also mir nicht einführen muss. Ich finde Langhaarmädchen ist einfach irgendwie immer niedlich. Ja, so. Ja. Ist okay. 13. Irgendwie hätte ich mir ein paar ausgefallenere Sprüche gewünscht, weil jetzt steht nur noch 11 Tage bis Weihnachten drauf. Das ist halt wirklich nur ein Countdown offensichtlich. So, was haben wir denn hier? Von Tautropfen eine Pro-Use-Solution Hyaluron-Gesichtsreinigungsgel. Erstmal alles vorlesen. Finde ich auch gut. Tautropfen ist ja auch eine schöne Marke. Ja. Die Frage, die sich mir stellt, ist das eine normale Größe oder ist das so eine Reisegröße? Ich glaube, das ist eine Reisegröße. Also jetzt Es ist schon eine gute Größe, um das auszuprobieren. Das hat man nicht nur einmal, davon kann man sich bestimmt dreimal das Gesicht waschen. Deswegen Probiergröße jetzt nicht, sondern Reisegröße würde ich sagen. 0% Tierleid. Also, steht auf dem Kalender. Türchen Nummer 14. Das hört sich nicht gut an. Oh. Gut, heile. Heile, ja. Aber was ist das? Parfüm? Ist das cool? Ja. Vegane? Ja, vegane Parfüms. Und nachhaltig, vegan, verantwortungsbewusst. Mit 15% Rabatt. Ich meine, da könnte ich mir auch gerne... Das, ja, ich finde auch, das ist schon cool. Finde ich.
Und auch gleich zwei sind natürlich auch nur minimale Größen für immer noch 80 Euro, dürfen wir nicht vergessen. Aber so Parfüm-Ideen reinmachen, finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich auch gut. Ja, ne? Ja, also es spricht mich an, sagen wir es so. Wir können euch auf jeden Fall zwar jetzt nicht sagen, wie es riecht, weil das probieren wir jetzt natürlich nicht aus. Die Idee an sich finde ich gut. Ist gut, ne? Ja. Türchen Nummer 15. Ist wieder schwerer. Es fängt auf einmal auf meinem Schoß an zu schnurren. Hi, Schatz. Der fällt auch gleich runter. I plus M, Fair Organic Vegan, Hyaluron Serum, reizarm. Ja. Ein Hyaluron. Ah, oh, ich bin frei. Ich lass los. Lass jetzt los. Ja, ja, kann man machen. I plus M ist jetzt keine Marke, die mich so abholt tatsächlich. Mich auch nicht. Mhm. Aber so grundsätzlich ist es ein Produkt, was man so im Kalender gut machen kann. Ja. Türchen Nummer 16. Hier steht auch nur noch 8-mal schlafen bis Weihnachten. Oh. Ja, das kenne ich auch. Das hatte ich auch schon mal drin. Das ist ein Highlighter. Achso, so ein Creme-Highlighter von Alverde kann man auch machen. Aber sehr klein, oder ist der... Der kommt immer in so einen kleinen Töpfchen. Okay. Mhm. Da gehst du halt wirklich nur einmal rein, dann letztes, also der hält auch relativ lange. Ich finde den auch ganz gut. Ja, ich finde, der hat hier durchaus seine Berechtigung. Ist natürlich aber auch nicht besonders teuer, ne? Das ist kein besonderes teures Türchen. Ja, ist gut. Und mache weiter mit Türchen Nummer 17. Das ist wirklich nur ein Counter, und da hinten drauf ist. Ja, ja. Aber einige haben gar nichts drauf, muss man auch sagen. Das stimmt. Das sieht, die Verpackung sieht gut aus. Feste Dusche Hibiskusblüte. Gewinnspiel. Ah, das wäre voll meins. Also, ich nutze jetzt keine festen Duschen, aber es riecht gut. Ja, die kenne ich auch schon. Ja, ich glaube, die gab es letztes Jahr in irgendeinem Adventskalender oder so. Mhm, ich kenne. Das gab es, glaube ich, auch schon mal. In der Trendtrainerbox gab es das, glaube ich, auch schon. So sieht das aus. Und jetzt mache ich nochmal die Verpackung auch wieder zu. Dusche bunt Gewinnspiel. Dusche bunt. Die Verpackung finde ich auch sehr schön. Aber ich mag auch Hibiskus. Ja. Mit Gewinnspiel. Wie oft haben wir jetzt Gewinnspiel gesagt? Gewinnspiel, Gewinnspiel, Gewinnspiel. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, ah ja. Und noch eine Runde. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja. Auf dem Jahrmarkt. Tür Nummer 18 ist relativ schwer. Und cool. Heute ist der 4. Advent und noch 6-mal schlafen. Krass. Der 18 ist schon der 4. Advent. Ja, Langhaar-Mädchen, ja. Das ist wieder so eine kleine Größe. Kleine Größen kannst du im Kalender machen. Musst du nicht machen, aber kannst du machen. Gibt es ein DM in der Probierabteilung? Ja. Oder Reisegrößenabteilung? Ja, kann man machen. Kann man machen. 19. Ja. Hab schon. Leicht. Aber groß. Also zum Wiederbefüllen würde ich sagen, sehr gut. Aber die Produkte kenne ich jetzt noch nicht. Aber holen mich noch nicht so ganz ab. Ist eine Maske von Schebens. Also Dreifachmaske. Also drei Stück. Ach krass. Alles für eine Anwendung, oder? Nee. Also für drei Anwendungen. Drei Anwendungen, ja. Ich mag so eine Maske ganz gerne so vorm Duschen draufknallen und dann... Ja. Und es ist mal was anderes, dass es drei ist. Also, ja, es drei das stimmt. Sind, das stimmt. Nicht ist. Türchen Nummer 20. Hier haben wir Santa Verde Hydro Repair Gel. Aloe Vera ohne Duft. Feuchtigkeit. Beruhigt irritierte Haut. Das ist, glaube ich, eine Creme einfach oder ein Gel oder so. Mhm. Ja, Repair Gel. Ja, das ist, genau. Das ist einfach für wahrscheinlich rissige Haut im Winter oder doll beanspruchte Haut im Sommer oder so. Ja. Ja, das kann man auch machen. Wie gesagt, mich holt die Pflege immer nicht ganz so ab, aber. Ja. Aber ja. Ja, kann man machen. Genau. Türchen 21. Oh, schwer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Shampoo oder so. Oh, nee, Deo. Deo Spray von Cosnature. In einem Glastiegel. Ja. Mit einem Spülkopf. Ja. Und nach was riecht's? Zitrische. Da steht wirklich zitrische Frische drauf. Ja. Also Limette, Minze. Genau. Limette und Minze. Komm, ja, stinke. Jetzt geht's gleich wieder los. Wir sollten uns beeilen. Wir werden sich gleich wieder töten. So, Tür Nummer 22 haben wir hier. Ja, das fehlte mir auch noch. Wir haben hier eine Mascara von Alverde Naturkosmetik Golden Glam. Ich kenne die persönlich nicht. Wir lassen die auch zu. Böschen, guckst du dir einfach das nächste Mal an, wenn du in deinem DM bist. Mit Gold Quarzpulver. Vielleicht mit goldenen Glitzerpigmenten einen glamourösen Look. Aha. Den muss ich mir mal angucken. In meinem DM solltest du auch tun. Ja, der klingt auf jeden Fall anders cool, als oder? Normale. Ja. Auf jeden Fall. Mascaras. Auf jeden Fall. Nur noch 2-mal schlafen. Dein letztes Türchen, Lauerlinchen. Ich weiß. Und du hast irgendwie wieder falsch zusammengebaut. So. 23. Ein kleines Türchen. Ein leichtes Türchen. Bald ist es soweit. Also, es ist jetzt die dritte Maske.
Ja, ich mag Lovos eigentlich. Ja. Aber das ist halt für 80 Euro so die Frage, ne? Also die dritte Maske und einmal hatten wir eine iPads-Maske. iPatches. Da wurdest du wieder besetzt. Ja. Ich merke schon. Ja, Marke an sich eine schöne, nachhaltige Marke. Ja. Für wie viel habe ich nochmal bezahlt? 80. So, was kommt denn jetzt in der 24? Das ist das größte Türchen. Wie schwer ist das? Das ist auch schwer, das ist auch gut ausgefüllt. Bin gespannt. Wir wünschen dir frohe Weihnachten und schenken dir mit dem Rabattcode ADVENTEBEAUTY 40% Rabatt auf deine erste Abo-Box Beauty. Ha. Weiß ich nicht. Eine große Handcreme oder was? Ja. Was? Ja. Ah, ja, okay. Ich feiere, also ich finde die Idee cool, aber ist das eine 24? Weiß ich nicht. Ja? Ich bin echt gespannt aufs Zusammenrechnen. Also wir haben hier einmal den Seifenspender und die Seifen, die du dann mit Wasser ermischt. Versteh mich nicht falsch, ich finde das cool. Ja. Aber ist das in der 24 was, worüber man denkt, geil? Weiß ich nicht. Ist das was anderes als in den anderen Türchen? Das wäre eine solide 6 gewesen, finde ich. Ja. Aber in 24? Laura, sag doch mal deine Meinung. Soll ich das lieber zusammenpacken? Können wir ausrasten. Also meine Meinung, 80 Euro wäre mir nicht wert. Muss ich ehrlich sagen. Mir auch nicht. Also ich bin jetzt auch nicht so der Pflegemensch oder Beauty-Mensch, aber mir hat die Mascara gefallen und das Wimpern- und Augenbrauen-Serum. Mhm. Und das hier ist auch ganz cool. Wäre jetzt für mich aber auch vom Wert her und so keine, also muss ja nicht nur der materielle Wert sein, sondern auch der Mehrwert oder das, was es mir wert ist, persönlich. Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht, also ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich mir in der 24 gewünscht hätte. Ich kann dir auch gar nicht sagen, was jetzt hier in dem Kalender per se gefehlt hat, weil das auch so ein Kalender wäre, kein Kalender, den ich mir kaufen würde. Ja. Aber wie gesagt, ihr habt es euch gewünscht und wir machen das natürlich möglich. Ich werde es auf jeden Fall mal durchrechnen, weil mit den... Aber ich weiß nicht, dadurch, dass da ja auch 3 Gesichtsmasken drin waren, weiß ich nicht, wie wir auf den Wert kommen. Bin gespannt. Also wie gesagt, die Gesichtsmasken und auch das Badepulver und so. Hat seine Berechtigung im Kalender, ja. Genau. Und das finde ich auch grundsätzlich gar nicht schlecht, aber es muss sich halt die Waage halten. Und die Highlights waren halt wirklich... begrenzt. Ja, genau. Ich fand auch die Mascara cool, die werde ich mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht hole ich mir die auch. Ja. Mal sehen. Und auch das Serum war cool. Was ist dir noch in Erinnerung geblieben? Nicht viel. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Das Sprühdeo weiß ich noch, aber... Und dann gab es ja noch das feste Deo, also zweimal Deo. Ja, ja. Dann Gesichtscreme, Serum, Gel, also Pflege war dabei. Aber alles in allem, der hat mich jetzt nicht umgehauen. Der hat mich auch nicht so abgeholt, nee, leider. Leider, ne? Wir verkaufen den übrigens immer günstiger, ne? Also du hast auch einen Vorteil, wenn du den kaufst. Du darfst ja auch immer aussuchen, ob du das mit Umverpackung kaufen willst oder ohne. Ohne ist dann natürlich der Versand günstiger. Mit, dann hast du es natürlich aber in so einem schönen Packaging. Ne? Aber das darfst du dann selber wählen, wenn du dich bei Laura meldest und sagst, ey, ich nehme das ohne Verpackung. Dann macht Laura auf jeden Fall noch was am Preis. Ja, genau. Und ihr findet das dann alles bei meinem eBay-Account, der dann unten in der Infobox verlinkt ist. Und da kommen dann auch regelmäßig dann auch die neuen Kalender hoch. Vielleicht sogar schon, wenn dann das Video noch gar nicht da ist. Genau, dann kann man den dann schon dort erwähnen. Okay, damit verabschieden wir uns bei euch. Wir blenden euch hier nochmal einen Kommentar ein, über das wir uns sehr gefreut haben. Also vielen lieben Dank an die ganzen Cuties da draußen. Ich muss mal einen Kalender drucken mit Cuties. Wie oft ich Cuties benutze, ich glaube in jedem Video. Und good morning in the morning. Aber das ist eher auf Insta. Ja, genau. Aber es ist einfach, das gehört dann, wenn du einen Adventskalender machen würdest, irgendwo auf ein Türchen, hinten drauf, vorne drauf. Good morning in the morning. Oder auf einen Tee. Ja, stimmt. Und eigentlich trage ich kein Rot. Kennst du das auch? Das war ganz am Anfang, da habe ich immer gesagt, ich trage kein Rot, und dann bin ich immer mit einem roten T-Shirt rumgelaufen. Ach so. Das war mein Schlaf-T-Shirt. Das hat das keiner gerafft. Ja, ja. So, wir beenden das Video wieder, indem wir einen Weihnachtsfact, nee, Fact nicht, sondern Brauch droppen. Und das darf natürlich wieder Laura machen. Ja. Wir hatten irgendwie komische Gurken letztes Mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein Brauch war oder auf welchen komischen Seiten ich unterwegs Dark bin oder was. Sites du unterwegs bist, ja genau. Ja, ja. So. In Haiti schmücken die Menschen Kiefern als Weihnachtsbäume. Am 24. Dezember stellen die Kinder ihre frisch geputzten, mit Stroh ausgefüllten Schuhe unter den Baum, in der Hoffnung, am nächsten Tag statt Stroh Geschenke darin zu finden. Jetzt haben wir schon wieder das mit den Schuhen. Irgendwo war das doch auch in einem von deinen Videos.
Tatsächlich wundere ich mich gerade. Es gibt doch dieses Märchen, wo Stroh zu Gold gesponnen wird. Kennst du das? Ja. Was war das nochmal? Wow. Banausen. Genau. Hängt es vielleicht mit sowas zusammen? Wie kommt es zustande, dass ich verstehe, wenn man einen Teller hinlegt mit Keksen und Milch, das, um dem Weihnachtsmann was Gutes zu tun. Aber warum sollte der Weihnachtsmann Stroh haben wollen? Aber da kommt vielleicht auch nicht der Weihnachtsmann. Erzähl ruhig weiter. Achso, was fällt? Ja, das war's. Schon. Okay, ist in Ordnung. Wir wollen euch auch gar nicht länger aufhalten. Ach, irgendwie bin ich nicht so gut da drin. Tut mir leid. Ja, ist okay. Nächstes Mal bist du besser vorbereitet. Okay. Gut, damit verabschieden wir uns bei euch. Alles zu meinem Instagram und zu Lauras Instagram findest du in der Infobox. Und wie gesagt, auch der Link, wo du die Adventskalender kaufen kannst. Also, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.